Es geht los, Leute. Ich habe die Möglichkeit überfolgt. Mir ist kalt. Und willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist der... Wie viel ist heute? Scheiße. Hallo, halli, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist der 24. Februar, Donnerstag. Und heute fliegen wir nach Deutschland, meine Mama und ich. Und falls ihr mein letztes Video gesehen habt, wisst ihr ja schon, warum ich fliege. Weil meine Oma Geburtstag hat. Die wird 80 und da fliegen wir hin. Und ich überrasche auch Anni, ich habe sie gerade eben noch mal richtig verarscht. Und sie denkt, glaube ich, immer noch, ich fliege nach München. So lustig, wenn ich sie gleich überrasche. Nindy ist auch hier. Sie ist immer die ganze Zeit da bei einem, wenn sie merkt, dass man irgendwie weggeht. Das merkt sie immer. Ja, jetzt habe ich eben mein Outfit. Eben meine Haare noch gemacht. Ich wollte irgendwas Gemütliches anziehen. Jetzt habe ich einfach eine Jogginghose an. Meine roten Jordans. Und hier diesen Pulli. Ich packe jetzt hier mein Handy, das lädt noch, weil ich will mal 100% haben. Ich habe immer so Angst, dass mein Handy leer geht und ich nichts machen kann. Das packe ich dann jetzt auch noch hier eben ein. Und dann geht es los. Mit der Lindy-Maus. Oh. Tschüss, Papi. Tschüss, mein Schatzi. Guten Flug und okay. Komm gut an und grüß unser Haus von mir. Ne? Okay. Tschüss. Bis Montag. Du musst alleine hier bleiben. Papa hat die Linda. Ja. So, wir sind jetzt im Flugzeug und es geht jetzt los. Wir fahren gerade auf die Startbahn. Wir haben zum Glück den einen Platz neben uns frei, dann ist da keiner. Wir sehen uns später wieder. Tschüss. Wir sind gelandet. Ich sehe dezent fertig aus, aber der Flug war etwas wackelig und ich habe die ganze Zeit die Masken gehabt. Das habe ich mir gerade Starbucks geholt und guck, wo ich bin. Wir warten jetzt gerade auf Max, dass er uns abholt und dann geht's nach Hause und danach geht's direkt zu Annie, damit ich auch noch mit ihr was machen kann morgen und so, damit sie nicht so lange warten muss. Die Arme denkt immer noch, ich bin in München. Oh mein Gott, ich bin zu Hause. Guck mal bitte, das ist einfach mein altes Zimmer. Ich habe immer noch meine blaue Tapete hier. Und irgendwie fühlt es sich gerade an, als wäre ich nur einen Tag weg gewesen. Und jetzt gleich geht es zu Anni, die wird gleich von der Freundin, zu der Freundin gelockt. Und dann gehe ich halt zu Anni und verstecke mich halt in dem großen Karton und springe dann da raus. Und das wird so unglaublich lustig. Ich kann eben ihre Schwester mit ihrer Mama schon hier. Ihre Schwester wusste das auch nicht so. Warum bist du denn jetzt hier? Das war so süß. Oh mein Gott, warte, der Sitzsack. Ja, ich beruhige mich jetzt kurz ein bisschen aus. Und dann geht es los zu Anni. Es geht los, Leute. Annis Mama hat gerade angerufen. Wir fahren jetzt zu ihr. Und das war der Scheibenwischer. Und dann geht's ab in den Karton. Leute, ich bin bei Anni im Zimmer und sie hat irgendwie voll das neue Zimmer. Das habe ich noch gar nicht alles gesehen. Aber hier ist mein Karton. Und dann gehe ich da gleich runter. Das haben wir gerade schon ausprobiert. Und das wird so lustig. Leute, ich bin im Karton. Anni kommt jetzt. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Ach, das ist ja noch nicht mal auf. Ich nehme mich einfach auf. Was meinst du denn, was da drin ist? Was zum Sport machen. Oh Gott, ey. Ich glaube, du kannst das aufreißen. Ist ja jetzt hier wie Geburtstag. Absolut. Ist da nichts drin? Warten.
schneidest du nicht rein. Du schneidest du rein. Oh Gott. Ja, ich habe mich ein bisschen verflogen. Ist doch nicht wichtig geworden. Oh Gott. Freust du dich? Überraschung. Ja. Du schneidest du mir rein. Oh mein Gott. Ich hab sage und schreibe geheult. Auf einmal fängt Anina an zu heulen. Und ich dachte so, oh, freust du dich jetzt oder heulst du noch nicht ab? Ich war so, nein, ich stehe schon wieder ab. Ich hab ja gar keinen Bock. Nee, die werde ich ja echt nicht los. Hat meine Schwester uns gerade Brownie gebracht und jetzt essen wir Brownie. Ja, oh Gott, ich komme immer noch nicht drüber weg. Alle waren eingeweiht, außer ich. Sie dachte, sie könnte mich in München besuchen kommen, wenn sie dahin fährt. Nein, es waren halt wirklich alle eingeweiht. Ich dachte erst, du hättest das gecheckt, weil du meinst mal bei FaceTime so, ja, und wenn du dann kommst nach München, dachte ich erst, du würdest sagen, wenn du dann kommst nach Köln. Ich dachte, sie hätte es gewusst. Aber meine Überraschung ist sehr gut gelaufen. Ja, oh Gott, ich wünschte, ich hätte früher auf mein Handy geschaut und diese Nachricht gesehen. Ich hab sie vorher zweimal angerufen, als wir die Flüge gebucht haben, um das zu sagen. Und dann ist sie ja nicht reingegangen, habe ich ihr auch geschrieben. Aber dann hat Annis Mama, meiner Mama, geschrieben, dass wir Anni überraschen. Und dann hat Annis Mama die Nachricht auf ihrem Handy gelöscht. Sie so, ja, gib mal kurz dein Handy. Ich so, wofür denn? Und dann die ganze Zeit, ich musste da drin so lachen, ne? Erstmal dachte ich, ich werde erstochen mit einem Messer, weil sie es aufschneidet. Ich habe so einen riesengroßen, fetten Karton bekommen. Ich war halt allen Ernstes so, oh nein, bitte nicht zum Sport machen. Ich dachte, ich bin eine Turnmatte. Ja, und dann habe ich halt so eine Schere genommen und erstmal so richtig aggressiv aufgeschnitten. Ich dachte, gleich schneidet sie meine Haare ab. Ich war da unten so, oh nein, bitte nicht, Anina, töte mich nicht. Oh Gott. Ja, jetzt essen wir Brownie. Ja, und verarbeiten den mentalen Schock. Ich melde mich gleich wieder. Hi Leute, guten Morgen. Heute schon der nächste Tag und ich habe mich gerade fertig gemacht und angezogen. Und jetzt holen wir gleich die Anni ab, weil wir gehen zusammen in die Stadt mit Max, der fährt uns hin. Ja, genau, jetzt geht es gleich auch schon los. Wir haben gerade noch einen Kuchen gebacken. Den bringen wir heute Nachmittag mit zu meiner Oma. Heute feiert sie ihren Geburtstag. Und dann gehen wir dann heute Nachmittag Kaffee trinken. Ich lag gerade noch mein Handy hier ein bisschen, weil wir haben irgendwie zu wenig Ladekabel mitgenommen. Deshalb benutze ich sie gerne die Powerbank. Aber ja, ich schaue jetzt mal, wie weit alle sind und dann geht's los. Wir sitzen jetzt im Auto, da ist Anni. Und wir fahren jetzt gerade hier in die Stadt. Wir hatten irgendwie Stau, deshalb dauert es heute ein bisschen länger. Max fährt uns. Wink mal, Max. Okay, Max kann jetzt nicht winken. Mir ist kalt, Leute. Deshalb habe ich eine Kapuze auf. Aber wir gehen jetzt rein. Da sind wir. Hier sind alles so Vintage-Pullover hier von North Face und den hier nehme ich mit, weil den finde ich voll cool. Und hier haben die auch so alte Polo-Hemden so abgeschnitten. Das sieht voll cool aus, so ein Vintage-Style alles. Anni übernimmt jetzt die Kamera und wir haben schon schöne Sachen gefunden. Tada! Und ich konnte mich sehr schwer nur entscheiden, aber wir gehen jetzt zur Kasse. Leute, habt ihr schon mal so große Scrunchies gesehen? Da habe ich endlich mal einen Scrunchie, mit dem ich einen Dutt machen kann. Geil! Oh, meine Hand steckt. Hallo! Ich bin jetzt bei meiner Omi, die Anni ist wieder zu Hause und ich zeige euch jetzt den Kaffeetisch. Wir haben ganz viel Buffet. So, also, wir haben Apfelkuchen. Da ist das Buffet. Ja, aber hier ist auch Käsekuchen. Ich habe einen Muffin, da sind zwei Kerzen drauf, obwohl ich gar nicht Geburtstag habe. Aber Max wollte seine Kerze nicht. Oh, Max! Das ist Omi. Und hier ist Apfelkuchen. Das ist Käsekuchen. Ja. Hier ist Kirschstreusel. Noma. Ja. Und ja. Muffins. Ah, cool. So. Sehr gut. Hallo. Erkennt ihr noch das Zimmer hier? Immer wieder lustig. Heute ist schon der Abreisetag. Es sind ein paar Tage jetzt schon vergangen, aber ich war so busy mit Leuten besuchen und ich war bei Oma und dann war ich bei Anni und dann habe ich irgendwie ganz vergessen, was zu vloggen. Und deshalb zeige ich euch jetzt nur noch, was ich in der Stadt gekauft habe. Den kleinen Haul vom letzten Mal.
Und dann muss ich auch schon meine Koffer nehmen und dann geht's auf den Flughafen, dann geht's wieder zurück nach Mallorca. Aber ich habe bei Urban Outfitters so ein paar Vintage-Sachen gekauft. Einmal das hier, das rote Phillies-Shirt. Das ist cool, die haben das so auf Crop gemacht. Und dann habe ich hier noch so ein gecropptes Polo-Hemd. Das fand ich auch irgendwie voll nice. Also das kann man im Sommer besser anziehen als im Winter, vor allem in Deutschland. Weil ich musste da halt was drunter ziehen, das sah dann ein bisschen doof aus. Dann habe ich hier auch noch diesen Cropped Pullover. Das ist so zusammengesetzt aus einem Hemd und aus einem T-Shirt. Das fand ich auch voll cool. Hier mit dem Lila noch bei. Und dann habe ich hier noch zuletzt so ein Vintage Nike T-Shirt gekauft. Wo ist das denn hier? Ah, so. Das fand ich, sah auch sehr, sehr cool aus. Steht auch hinten noch was drauf. Genau. Und jetzt habe ich auch noch ein cooles Gewinnspiel für euch. Ihr wisst ja, ich habe eigene Lernbücher rausgebracht. Und die habe ich alle handsigniert und ihr könnt jetzt 30 signierte Ausgaben von Mathe gewinnen und 30 handsignierte Ausgaben von Englisch. Ich verlinke euch das Gewinnspiel mal unten in der Infobox und ihr könnt sehr gerne mitmachen. Warte, ich zeige euch jetzt mal eben, wie das aussieht. Hier vorne ist dann immer meine Unterschrift drin. Und genau, ihr könnt sehr gerne mal unten in der Infobox vorbeischauen, denn es gibt jetzt auch noch neue Lernbücher von dem Fach Deutsch, einmal für Grammatik und einmal für Rechtschreibung. Also falls ihr für Deutsch ein paar Lernbücher haben wollt, ich verlinke es euch auch nochmal unten in der Infobox. Die Bücher sind alle im Verlag Westermann erschienen und ich freue mich sehr, wenn ich immer sehe, dass ihr damit lernt und dass ich euch damit helfen kann. Und ja, taggt mich gerne auf euren Instagram-Stories in meinen Büchern, wenn ich das auch sehe. Und ja, genau, ganz viel Glück beim Gewinnspiel. Und ich muss das jetzt alles hier einpacken und dann geht es los zum Flughafen. Ich muss jetzt den Vlog aber hier auch schon mal beenden. Schauen habe ich jetzt leider keine Zeit. Ich habe gerade keine Zeit, das rauszusuchen, weil ich bin wirklich im Stress. Ich muss mich beeilen. Aber ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und ich fand es cool, dass ich so ein bisschen mitgenommen habe nach Deutschland. Lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da und abonniert mal sehr gerne meinen Kanal. Und ihr könnt auch gerne das Glöckchen aktivieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Ich hab euch lieb und tschüssi. Got me.